Yo, willkommen in unserer kleinen Crip oder große Crip zusammen mit dem Sinus. Sind wir hier in der Zim-WG und wir zeigen euch heute mal alles, was hier so abgeht. Und zwar haben wir da das geilste Zimmer, das ist nämlich mein Zimmer. Wir haben da das Wohnzimmer, das ist fast so geil. Da ist unser Esszimmer, aber wir fangen mit dem langweiligsten an. Und zwar unserem Klo. Wir haben hier ein echt, ja, nicht ganz so großes Badezimmer. Aber gut, wir haben eine Dusche, ja, zum Duschen. Wir haben ein Klo zum, da duscht man nicht. Und wir haben ein super geiles Waschbecken mit Produkten, mit denen man sich die Hände waschen kann. Das ist auf jeden Fall mega krass. Aber lasst uns direkt mal weitergehen mit Sinus vielleicht, der schon wieder abhaut und sich aufs Sofa schmeißt. Ja, aber wir können euch trotzdem das Esszimmer zeigen. Da guckt ihr am besten gar nicht hin. Nein, 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 nicht dahin gucken, nicht dahin gucken. Das ist ganz viel Müll, das ist ganz viel Zeug, was wir alles nicht brauchen. Aber wir haben da unseren entspannten Esstisch. Es war wirklich schwer, weil das ist echt Holz. Es war wirklich schwer, den hier hochzubringen. Aber hier sitzt man immer gemütlich an diesen Stühlen und kann dann easy frühstücken oder Abendessen. Das ist jetzt der Platz von Sinus, der, wenn er hier bei wäre, wird er nicht hier runterhauen. Und wir haben hier richtig nice Gläser in der Zimmer hier auf jeden Fall. Und eine Sache, die ich euch auch noch zeigen kann. Wir haben hier mega coole Fan, das ist von Red Cat. Vielen Dank, Red Cat, das ist wirklich ziemlich geil. Zim-WG. Leute, wir können uns mal dahin drehen, denn das hier ist die Küche der Zim-WG und die ist noch nicht ganz fertig. Wir haben jemanden, der uns die Küche zu Ende macht, denn der Mülleimer ist aktuell komplett voll. Wir haben eigentlich so einen Rausziehmülleimer, aber das ist alles noch nicht drin. Aber wir haben hier alles, was man braucht. Wir haben hier Schränke und wir haben hier auf jeden Fall einen Schrank voller Fertigzeug, wie es sich für einen YouTuber gehört. Und wir haben hier unseren Kühlschrank, vielleicht auch mal einen Blick wert, ja. Kann man mal reingucken, was ist unser Kühlschrank? Ja, auch nicht so viel spannendes Zeug drin auf jeden Fall, aber wir trinken auch sehr viel Wasser. Und man muss ja auch das Gesunde wahren, ja. Bei mir sieht man, ich esse sehr viel gesund, aber dann gucken wir doch mal direkt weiter im Wohnzimmer. Und das geht da lang. Da ist das Wohnzimmer der Zim-WG. Geh ruhig schon mal rein, wenn du willst, ja. Man sieht direkt, wenn man reinkommt, kannst direkt umdrehen, da ist das Banner der Zim-WG. Wir haben nämlich ein Logo und wir haben das hier dran gemacht. Das Bild ist echt groß, sieht auf der Wand nur leider ein bisschen klein aus, das haben wir nicht bedacht. Aber wir haben hier das Logo, das Wappen, das Emblem der Zim-WG und direkt darüber, man sieht es, eine Leinwand, die wir gleich auch nochmal runterfahren lassen. Okay, ich kann sie jetzt runterfahren lassen. Hier geht die Leinwand runter. Dankeschön. Da sind übrigens die beiden Stammgäste, die hier immer sind, das Sinus. Den kennt man, das ist der andere von der Zim-WG und das ist Simon. Den kennt man noch nicht so, aber der ist auch immer hier. Keine Ahnung, was der hier macht, der sollte langsam mal Miete zahlen. Aber wir haben hier auf jeden Fall die Leinwand. Die zeigen wir euch gleich noch, wenn sie fertig ist. Hier haben wir unser Gaming-Setup, noch nicht viel angeschlossen. Wir haben hier eine Wii U, eine Xbox 360, ein Switch-Dock und an dieser Stelle muss ich nochmal sagen, vielen Dank an Nintendo, denn die haben uns das Switch-Dock zur Verfügung gestellt. Die haben uns Handtücher gegeben, die haben uns Tassen gegeben, alles für die Zim-WG und den ganzen Kram haben sie uns auch noch gegeben. Vielen, vielen Dank also an Nintendo Timo, du bist ein Schatz. Und ja, es geht aber weiter mit der PlayStation 3, der PlayStation 4 und ja, die Switch ist in meinem Zimmer. Die zeige ich euch gleich noch, aber da ist das Dock. Aber jetzt haben wir den ja genug gesehen, dann können wir mal eben in mein Zimmer gehen. Das Zimmer von Sinus ist mega langweilig, aber wenn ihr das sehen wollt, müsst ihr auf Sinus Kanal gehen, denn da zeigt er das mal komplett. Ist gar nicht so langweilig, ist eigentlich ziemlich geil. Aber jetzt gehen wir in mein Zimmer und das ist das hier. Hier haben wir mein Zimmer. Und ich habe heute erst fertig eingerichtet. Ich habe heute diese Regale eingeräumt, zusammen mit Dustin, der hinter der Kamera steht. Vielen Dank, Dustin, auf jeden Fall fürs Helfen. Und an Simon fürs Helfen. Wir haben hier meine PC-Ecke. Wir haben dafür gesorgt, dass alles sehr kabellos aussieht. Die ganzen Kabel sind irgendwo versteckt. Außer das Kabel, das muss ich noch unter den Schreibtisch führen. Aber hier zum Beispiel das Kabel der Tastatur geht im Mauspad entlang, damit es so aussieht, als wäre die Tastatur kabellos. Die Maus ist kabellos. Das Kabel von der Maus, der Funkempfänger liegt hier drin, auch das Aufladekabel, also da unten. Ja, wir haben echt darauf geachtet, dass kein Kabel zu sehen ist. Da hat der Simon mir auch wieder geholfen. Vielen Dank, Simon. Wir haben ja hier, meine Switch steht da drüben mit den Joy-Cons von Splatoon und Arms Gemisch. Das sieht total geil aus. Ja, hier meine ganze Spielesammlung. Hier der Stuhl von Noble Shares. Auch nochmal vielen, vielen Dank an euch, Leute, für das Verfügungstellen dieses Stuhls. Mega geil, übelst bequem, kann man mega geil drauf arbeiten und drauf zocken. Also nicht auf dem Stuhl, sondern man kann zocken auf dem PC, während man auf dem geilen Stuhl sitzt. Und hier haben wir noch ein paar Figuren, die ich so über die Zeit gesammelt habe. Auch da wieder ein total cooles Fan. Ich muss euch ein Geschenk zeigen, Leute. Ich habe von Skate, das habe ich von meiner besten Freundin zum Geburtstag bekommen. Und dann habe ich von Skate, uns Freundin, diesen Playbutton bekommen. Den fand ich total geil. Der kommt auch noch hier so an die Wand, wird drangehängt. Aber keine Nägel, Leute, ich habe es schon gesagt. Es geht aber weiter
in meinem Zimmer mit einer vernünftigen, mit normalen Uhr. Dann haben wir hier noch Alexandro stehen. Das heißt natürlich nicht so, aber wenn ich jetzt sage, dann sagt die direkt, jo, okay, was willst du haben? Na, wir haben hier auf der Seite meinen Schrank, mein Kleiderschrank heißt das. Da gucken wir jetzt aber nicht rein. Wir haben hier an der Seite nochmal fetten Dank an Creative für den Creative-Sessel. Vielen Dank dafür. Da kann man sich entspannt reinsetzen. Das ist mein Bett, ziemlich uninteressant. Da sind ein paar Sachen drauf von Final Fantasy oder mein Bu, den ich damals aus Tokio mitgenommen habe. Wir haben da noch zwei coole Bilder, wie ich finde. Hier ist mein Nachttisch, Schrank, Teil, wie auch immer man das nennen will. Und auf der Seite, wo der Dustin gerade steht, da sieht man noch meinen Fernseher und noch so ein paar andere Sachen. Konsolen steht hier nicht, weil ich hier nicht zocke. Ich zocke nur auf meinem PC oder über dem PC, mit einer Switch oder sowas oder hinten auf dem Fernseher. Das habt ihr ja gerade schon gesehen. Ja, und das war so ziemlich die Roomtour der ZimWG. Wir haben euch jetzt alle Räume gezeigt. Wie gesagt, wenn ihr den Raum von Zinus sehen wollt, guckt auf jeden Fall nochmal da rein. Wir haben noch einen Keller, aber ich glaube, das interessiert niemanden, weil es da stehen nur Kartons drin. Das ist sehr langweilig. Wenn ihr den nochmal sehen wollt, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Aber Leute, ich würde sagen, das war's mit dieser Roomtour. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!